Hallo zusammen, ich bin der Dominik Hegeter aus der Schweiz und ich zeige euch eine Runde hier um Katar. Also wir sind hier auf der Gerade in Katar, 6. Gang, Vollgas. Wir bremsen an, schalten 4 Gänge ab in den 2. Gang. Die erste Rechtskurve, schön runterlegen, wir beschleunigen raus. Es wird nicht geschalten, wir bremsen an, geht wieder rein. Wenn es noch etwas kalt ist, ist dort aber der Pneu etwas kalt, darum muss man aufpassen. Hier ist ein schneller Wechsel auf rechts, schaltet man in den 3. Gang und probiert fast Vollgas, um die 3. Kurve umzufahren. Man kommt auf die nächste Kurve, bremst hart an, ist ein Doppel rechts. Mit dem 2. Gang viel Schräglagen, rausbeschleunigen, Körper etwas berühren und dann geht wieder rein. Sieht der Ausgang hier schlecht, aber man beschleunigt mit dem 2. Gang raus, bremst in die Spitzenkehrung mit dem 1. Gang. Sehr langsame Kurve beim Rausbeschleunigen. Dreht es hinten ein bisschen durch. Hier hat man ein bisschen Weile. Schaltet in die 2. Gang-Limiter. Bremst an. Lange Rechtskurve, wo man sehr lang maximal Schräglage hat. Man beschleunigt raus. 2. Gang, 3. Gang legt um. Hier ist eine kleine Welle, wo das Hinterrad leicht wird. Dann geht es in die nächste Rechtskurve. Bremst an in die Links und dann wird sehr, sehr schnell, auch sehr lang links. Wir beschleunigen raus im 2. Gang, wir schalten in den 3., in den 4. und der 4. trifft ein bisschen den Limiter, schaltet zurück ins 3. Da hat es auch eine kleine Welle, die den Dörf ein bisschen unruhig macht. Eine sehr schnelle Kurve, 3. Gang, zack, zurück in den 2. Kommt um diese Kurve, die nächste Kurve, der Ausgang ist der Bling, muss ihn super treffen. Sehr viel Schräglage, mit sehr viel Power rausbeschleunigen. Auch eine kleine Welle, die das Vorderrad ein bisschen leicht macht, bremst wieder an. Die zweitletzte Kurve, die wieder eine kleine Gerade ist, die wichtig ist, dass man einen guten Ausgang hat. Schaltet noch einmal in den 3. Gang, zurück in den 2. Und das ist die letzte Kurve, die man super muss treffen, dass man den Dörf möglichst früh aufrichten und Vollgas geben auf Start- und Zielgerade. Schaltet hier durch bis in 6. Gang und fahrt über 300 mit dem Honda Fireblade.